Und los geht's. Euthen in Ballbesitz. Vor doch sage und schreibe 36 Zuschauern in Berlin. Oh, und Ballverlust. Und geht Tempo gegen Schuss Euthen. Und da haben wir auch das erste Tor. Erfolgreich war die Nummer 21, Franka Jakob. Heute erfolgreich die Spielerin mit der 19, Emily Winkler, von rechts außen durch die Beine. Wir spielen jetzt mit drei Rechtshändern im Rückraum, wieder ein Kreisel, zweiter Kreisspieler und Wurf aus dem Rückraum an die Latte und vom Rücken der Torhüterin geht der Ball ins Tor. Spielstand 4:5 und Euthen schon wieder mit der schnellen Mitte. Aber gehalten und Kontertempo Gegenstoß. Und der Ausgleich, Svetlana Kirsovic zum 5:5. Oh, Kreisanspiel, Tor, 11:9 für Pfeffersport. Hier wieder ein versuchter Durchbruch, diesmal kommen sie durch, diesmal schaffen sie es. Das 11:10. Erneuter Rückraumwurf, diesmal wechselt sie die Ecke. Unsere Nummer 24, Caroline Benisch. Ball läuft, Tempo ist noch recht hoch. 1 gegen 1, halb links. Wurf über die Mitte, aber gehalten. Und der Abpraller landet bei Pfeffersport. Nummer 41 erfolgreich, Gloria Herold. 15:10. Ball bei Euthen läuft. Oh, das nächste Tor für Euthen. Erfolgreich die Spielerin mit der Nummer 9, Pia-Marie Franke, und Zeitstrafe gegen Pfeffersport für die Nummer 14, Svetlana Kresovic. Einläufer von links, Druck in der Mitte, Kreisanspiel und das ist das Tor zum 20:14, erfolgreich die 41, Gloria Herold. Oh, direkter Gegenzug über die schnelle Mitte, zwei Pässe, Zeit. Und wieder das lange Kreuz, der Versuch. Nein, diesmal schießt sie direkt ab. Die Spielerin mit der 17, Nancy Baumann, erfolgreich zum 23:15. 8 Tore Vorsprung. Und direkt wieder die schnelle Mitte von Euthen. Ja, aber den kann sie leider nicht halten. Die Nummer 5, Annalena Meyer, erfolgreich zum 23:16. Nächster technischer Fehler. Oh, wieder Fehlpass in der Vorwärtsbewegung. Glück für Berlin. Die Nummer 19, Sophie Ludwig, macht das 27. Tor für Pfeffersport. Fazit zu diesem Spiel schon mal. Die Berliner Deckung in Verbindung, auch wenn es jetzt hier nochmal Gegentor gibt, war in der zweiten Hälfte ausschlaggebend für diesen Sieg, auch in dieser Deutlichkeit. Die Freude natürlich unbeschreiblich über die ersten zwei Drittligapunkte. Ja, insgesamt natürlich das Spiel geprägt von vielen technischen Fehlern, aber ein glücklicher Sieger lässt sich zu Recht feiern. Für diesen